Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voller TTV. Mein Name ist Rebecca Madlena und ich führe Sie heute durch die Sendung. Das Thema Holzpreis schlägt aktuell hohe Wellen. Unser Reporter Joachim Mangert war bei Erhard Holz vor Ort und hat sich einen Überblick über die aktuelle Situation gemacht. Aktuell befinden wir uns da im wunderschönen Sonntag bei der Sägerei und dem Holzhandel Erhard. Und da sprechen wir jetzt gleich mit dem Geschäftsführer Joachim Erhard über die aktuelle Situation für die heimischen Sägereibetriebe und wie es denn eigentlich mit dem Holzhandel, auch Export nach USA oder China ausschaut. Grüß Gott, Herr Erhard, vielen Dank fürs Interview heute. Aktuell besteht ja in ganz Vorarlberg eine große Nachfrage an Bauholz vor allem. Wie sieht denn da die aktuelle Auslastung von Ihrem Betrieb momentan aus? Ja gut, momentan ist die Nachfrage nach Schnittholz sehr hoch, aber die Nachfrage nach Schnittholz war in den letzten Jahren genauso recht hoch. Wir sind mit der Auslastung zufrieden, aber es ist jetzt nicht so, dass es gerade überschwänglich gut ist. Es bewegt sich eigentlich im normalen Rahmen. Sie sehen ja gemeinsam mit Steuererin Schwarzach der größte Sägerbetrieb in Vorarlberg. Von wie viel Holz reden wir denn da, was Sie da verarbeiten im Jahr? Oder kann man das überhaupt so pauschal sagen? Gut, im Vergleich zu großen Holzindustrien hinter dem Adelberg oder in Deutschland sind wir natürlich ein sehr kleiner Fisch. Wir verarbeiten an dem Standort ungefähr zwischen 55 und 60.000 Festmeter Holz. Das ist ungefähr ein Viertel von dem, das in ganz Vorarlberg von den heimischen Sägern geschnitten wird. Mhm. Wie schaut denn das aus mit dem heimischen Markt? Woher beziehen Sie denn den Großteil von Ihrem Holz? Also, Sie müssen ja auch Holz zukaufen. Woher kommt das denn? Ja, wir beziehen das Rundholz aus den Kanälen, aus denen wir sie immer schon bezogen haben, aus der gesamten Bodenseeregion, natürlich aus Vorarlberg in erster Linie, aber auch aus der angrenzenden Schweiz und teilweise auch aus Deutschland. Mhm. Jetzt ist ja gerade aktuell der internationale Einkaufsturm von der USA und von China macht sich ja sehr stark auf dem europäischen Markt bemerkbar. An wem verkaufen Sie denn hauptsächlich Ihre Ware? Gut, wir haben ein sehr großes Netz aus Stammkunden im In- und im Ausland. Wir sind im Verkauf auch in der gesamten Bodenseeregion tätig. Unser Hauptabnehmer ist natürlich der heimische Holzverarbeiter. Wir verarbeiten aber in erster Linie Starkholz. Und Starkholz bedeutet immer Holz filetieren. Da fallen sehr viele verschiedene Dimensionen und Qualitäten an. Und das beginnt beim Instrumentenholz und endet beim Palettenholz. Und für die entsprechenden Segmente gibt es die entsprechenden Märkte. Unser Absatzanteil im Land ist die letzten Jahre aber kontinuierlich gewachsen. Mhm. Wie kriegen Sie denn jetzt den aktuellen Markt mit? Also gerade diese Zuspitzung, sprich, dass sich da gerade einmal jetzt beim Bauholz sehen ja die Margen bis auf 50% Preisteuerung aufgeschnellt. Was bedeutet das für Ihre Firma? Gut, das ist so, dass diese exorbitanten Preissteigerungen, die spielen sich in erster Linie in den Produkten ab, die von den großen Holzindustrien weiterverarbeitet worden sind. Das sind also Platten bzw. Leimbinder, Kreuzlagen, Holz, solche weiterverarbeitete Produkte. Wir sind ja ein klassisches Sägewerk. Wir schneiden das Holz und uns auch trocknen und zum Teil auch dann noch hobeln, aber wir haben in dem Sinn keine derartige Weiterverarbeitungskapazität. Die Preissteigerungen beim klassischen Schnittholz bewegen sich in etwas anderen Bahnen, aber es gibt
es gibt laufend Preissteigerungen und die haben wir die letzten Monate auch auf dem Rundholzpreis weitergegeben. Das ist seit der Katastrophensituation letzten Jahres, muss man sagen, hat sich jetzt das Rundholzangebot, das hat sich normalisiert, ist momentan aufgrund von der Witterung und aufgrund vom Fehlen der frischen Schadholz ist es eher reduziert, aber das war vorauszusehen und da hat man, musste man im Herbst schon entsprechend darauf reagieren. Das haben wir gemacht und wenn andere Holzindustrien das nicht entsprechend getan haben, dann spüren die das jetzt entsprechend stark. Aber ich sehe das eigentlich so, dass beide, sowohl Schnittholz als auch Rundholz, sind in einer Aufwärtsbewegung und diese Aufwärtsbewegung, die war längst fällig. Die Forstbetriebe, die haben ja an der Grenze zur Rentabilität arbeiten müssen und dann ist es nur recht und billig, dass das Rundholz, so wie es im Wald am Stock steht, dass es wieder eine entsprechende Wertigkeit hat, damit die Lieferanten wieder entsprechend motiviert sind, ihr Produkt auf den Markt zu bringen. Sie sprechen es jetzt gerade an, Rundholz, das quasi am Stock steht, kommt der Preis auch bei den Waldbesitzern an? Weil das war jetzt eigentlich schon die letzten Jahre immer ein sehr heikles Thema. Es ist ein sehr sensibles Thema und ich lege da Wert drauf, dass man das von der Gefühlsebene etwas wegbewegt auf die Vernunft- und Verstandesebene. Zweifellos ist es so, dass die international tätigen Großkonzerne, wo auch einige Österreicher dabei sind, die sind eben sehr international tätig im Verkauf, aber auch im Einkauf. Und die haben natürlich die Rundholzpreissituation in den Schadgebieten sehr stark ausgenutzt und haben teilweise die Lieferanten extrem vor den Kopf gestoßen. Wir haben immer schon ein bisschen eine andere Strategie verfolgt im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und jetzt passiert genau die umgekehrte Reaktion. Die Großkonzerne, die haben eher zu wenig Rundholz und müssen das durch Rundholzpreiserhöhungen eben wettmachen. Wir als regionaler Verarbeiter und als regionaler Schnittholzverkäufer, wir haben in der Vergangenheit eher einen anderen Umgang mit unseren Lieferanten gepflegt und ich hoffe, dass so mancher Lieferant ein bisschen ein Langzeitgedächtnis entwickelt hat und dass das mittelfristig einem Betrieb wie wir einer sind, eben zugute kommt. Ende Mai geht der Bäckermeister Anton Fink aus Hörbranz in Pension. Meine Kollegin Mira Meyer sprach mit dem Bäckermeister über seine 33 Jahre als Bäcker. Er wirft somit ein Resümee auf seine Karriere und was er vielleicht angehenden Bäckern ans Herz legen möchte. Ich bin Fink Anton, habe in Hörbranz eine Bäckerei schon 33 Jahre und jetzt verabschiede ich mich, weil ich gehe in Pension. 33 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wieso ist denn jetzt der Entschluss gekommen zum Aufhören? Hat es da keinen Interessenten gegeben, der es übernommen hat? Es hat eigentlich schon Interessenten gegeben, das macht auch jemand weiter. Es wird ein bisschen anders laufen, wie bis jetzt, aber es macht es jeder auf seine Art. Wird es denn gleich weitergehen? Wird das ein fließender Übergang sein oder wird es schon ein bisschen zu sein? Nein, es ist clever, so richtig. Wir haben da eine Woche ungefähr zu und dann geht es jetzt mal annähernd gleich weiter. Das heißt, die Bäckerei wird man nicht missen in Hörbranz und im ganzen Ländle. Eure Brezel und Brötle, die sind ja wirklich über Hörbranz Wittusse bekannt. Im ganzen Ländle sind die ein Name, eine Hausnummer, kann man sagen.
Was ist denn dir in 33 Jahren als besonders in Erinnerung geblieben? Wie waren die Jahre für dich? Ja, wir haben ganz klein angefangen. Also am Anfang haben wir mit 4 Leuten angefangen. Dann hat sich das so irgendwie entwickelt. Wir sind da 35 Leute jetzt. Und wir haben so ganz tolle Sachen erlebt. Wir haben das eine war zum Beispiel die Brezel, oder? Die haben wir, da ist eine Kundschaft gekommen und hat gesagt, können Sie uns den Brezel füllen? Und dann haben wir das gefüllt und dann ist das schlagartig angenommen worden auf der Leute, oder? Ich weiß ganz am Anfang, das erste Jahr Silvester, da haben wir auch an einem Tag als Silvester haben wir 318 Stück gemacht. Gehörige Nummer. Ihr habt rund 30 Mitarbeiter und habt, glaube ich, fast 70 Märkte und Unternehmen, die ihr beliefert. Was passiert denn damit? Ja, das teilt sich dann einfach unter der Kollegenschaft auf. Der eine bezieht es dann dort und der eine da. Verhungern dort niemand. Was möchtest du vielleicht noch deinen Kunden mit auf den Weg geben? Dass mich immer gefreut hat, dass sie so zahlreich auf Hörbrands gekommen sind. Und ich habe das immer geschätzt, weil man hat das einfach gesehen, die Autonummern, sie sind wirklich vom ganzen Land sind sie zu uns hergekommen. Und das ist immer eine schöne Bestätigung gewesen. Dein Papa hat ja die erste Bäckerei Fink gegründet, Kette in Hörbrands. Was ist denn dort alles passiert? Wie ist das alles abgelaufen? Also meine Eltern und 1957 eine kleine Bäckerei mit einem Lebensmittelgeschäft angefangen. Und ich habe dann oben mit meinem älteren daheim habe ich geschafft. Oder? Zuerst habe ich mal eine Lehre der Konditorei schnell in Felke gemacht. Und dann habe ich mit den Eltern daheim geschafft. Bis es dann einmal so weit gekommen ist, wo man einen Süßhauter denkt hat, haben sie gesagt, ja, jetzt muss man sich halt selber auf die Füße stellen. Und dann habe ich das da in Ziegelbach einfach von Grund auf neu gestartet. Von dort bis, wir haben es vorher schon angesprochen, Brezel, Brötle, Zulieferer, aber auch für feste Veranstaltungen, Osterhäsle. Wirklich, ihr habt ja alles gemacht. Was ist denn das vielleicht, was du jetzt am liebsten machst oder gemacht hast? Das ist mir eigentlich so ziemlich gleich gewesen. Ich bin eigentlich dort gewesen, in der Backstube, wo es noch der Mann war, möchte ich sagen, wo man mich gebraucht hat, habe ich einfach Hand angelegt. Oder? Mir war das einfach wichtig, dass das Produkt so ist, dass der Kunde zufrieden war. Wirst du denn das früh aufstehen vermissen in der Pension oder wirst du das weitermachen? Nein, ich glaube, das würde ich nicht vermissen. Das ist, möchte ich sagen, wahrscheinlich der Hauptgrund, dass die Überlegung dann komisch ist. Das haben wir letztes Jahr im Herbst haben wir gesehen, so, das wären jetzt die letzten Weihnachtskekse, die wir machen. Weil ich bin jetzt doch 62 und wenn man jede Nacht um 11, halb 12 Uhr anfängt, dann fällt einem einfach mal die Substanz. Wie lange wird es jetzt noch unter deiner Führung offen haben und wer wird denn überhaupt übernehmen? Also wir haben jetzt noch offen bis Sonntag, Ende Mai, der letzte Mai-Sonntag haben wir offen. Und eine Woche später wird dann ein anderer Bäcker das übernehmen als Filiale. Bereits 2020 mussten viele Verlobte ihren Hochzeitstermin absagen. So wie es ausschaut, wird das auch 2021 für viele der Fall sein. Meine Kollegin Mira Meyer hat sich mit der Hochzeitsplanerin Gabi Micheluzzi getroffen. Sie sprechen genau über diese Problematik. Mein Name ist Gabi Micheluzzi von der Hochzeitsfeen. Gabi, der Start der Hochzeitssaison, die immer im Frühling beginnt, ist da. Wie ist denn die derzeitige Situation? Können Hochzeiten stattfinden? Also im Moment kann man sehr wohl heiraten, allerdings nur standesamtlich. Wir warten jeden Tag darauf, bis wir wissen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir haben jetzt langsam das Licht am Ende vom Tunnel. Gibt es denn in Vorarlberg Hochzeiten, die jetzt nochmal verschoben werden mussten? Es gab ja immer noch die große Unsicherheit durch die Corona-Krise. Man weiß nicht, wie es da weitergeht. Ja, das war sehr wohl der Fall. Wir haben eigentlich Hochzeiten, die letztes Jahr im Mai hätten stattfinden sollen,
oft auf Oktober verschoben, die hat man jetzt wieder in Mai verschoben und die Mai-Hochzeiten, die haben wir jetzt alle einfach wieder verschieben müssen. Was ist da vielleicht deine Nachricht an Paare, die jetzt unsicher sind? Also ich weine ganz oft mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach so traurig ist, weil da eine Geschichte dahinter ist, weil da ein Wunsch danach ist mit seinen Liebsten, das zum Feiern, das Kleid hängt im Kasten. Da sind ganz viele Sachen, wo vorbereitet sind und sie dürfen es einfach nicht. Aber wir sind natürlich an der Nasiner Seite, wir machen Mut, wir unterstützen sie und wir sagen dann immer, es ist einfach nur die Vorfreude, die jetzt wieder verlängert wird. Kannst du da Zahler sagen, wie viele Hochzeiten, wo du jetzt geplant hast, mit den Hochzeitsfeen, den Hochzeitspoeten, sind jetzt verschoben worden? Und wie sind denn da die Reaktionen von den Paaren darauf? Oder wieso wurden die verschoben? Also ich kann es da nur von letztem Jahr sagen, weil heuer startet ja eigentlich, die Hochsaison würde ja jetzt starten. Die Mai-Hochzeiten sind so ziemlich alle wieder verschoben, weil es ungewiss ist, außer die Kleinen. Aber letztes Jahr haben wir 80% von der Hochzeiten verschoben. Was würdest du sagen, wie schaut es denn aus mit der Sicherheit? Bis wann wird da wieder mehr Sicherheit da sein? Oder was müsste da sein, dass Hochzeiten wieder stattfinden können? Dass man nicht nur eine kleine standesamtliche Trauung haben kann, sondern wieder eine schöne Feier. Eigentlich wäre die Lösung ganz einfach. Die Gastronomie hat uns das jetzt einen Monat lang oder eineinhalb Monat lang gezeigt, wie es funktioniert. Tests. Einfach mit den Tests. Wenn wir wissen, dass der Gast negativ ist, das ist schon unmittelbar vor der Location möglich. Das kann man alles organisieren. Wenn der Gast negativ ist, müsste das möglich sein. Wir müssen jetzt ganz dringend lernen, mit dem Virus zum Leben und dann geht das auch alles wieder. Auf das, dass einige Hochzeiten verschoben werden mussten, sind natürlich auch die Locations ein bisschen unsicher. Teilweise soll es da so sein, dass bis 2023 nur schwer Termine zum Kriegen sind. Wie sind da deine Erfahrungen damit? Also es gibt natürlich bestimmte Locations, die sind wirklich bis 23 ausgebucht, aber es entwickelt sich gerade ein Trend. Wir haben Paare, die jetzt anrufen und sagen, wir wollen heiraten, das Kleid hängt im Kasten. Wenn wir wissen, dass es losgeht, bitte, wir sind flexibel, auch in 2 Wochen. Wenn Sie einen Garten haben oder wenn Sie die Möglichkeit haben, zum Dussen machen, ist es genauso unmöglich, in einer Gartenhochzeit mit dem Marcel zu organisieren. Also es gibt trotzdem, wenn man einen kleinen Profi an der Seite hat, immer eine Location, wo passend ist. Wenn es jetzt ein Paar ist, das vielleicht nicht schon verschoben hat, sondern ganz am Anfang der Hochzeitsplanung steht, was hättest du da für Tipps, für Ratschläge? Was ist denn derzeit möglich? Du hast gerade die Trauung im eigenen Garten angesprochen. Also das ist jetzt etwas sicher, wo im Sommer am ehesten möglich ist. Wenn man sich eine bestimmte Location vorstellt und die noch frei ist und man will heiraten, gern reservieren und ich würde aber auf nächstes Jahr einen Ersatztermin einfach machen zur Sicherheit, dass einfach der Stressfaktor wegfällt. Unter anderem diese Woche zu Gast bei Vorarlberg Live war Katharina Liensberger. Im Gespräch mit Gerold Riedmann spricht sie unter anderem über ihre sensationelle Saison und was die Zukunft für sie noch bereithält. Sie ist die beste Slalomfahrerin der Welt. Ein wunderbarer Winter, der zu Ende gegangen ist, besonders für sie. Sie beendet ihn als Doppelweltmeisterin. Nicht nur das, die Slalom-Kristallkugel ist auch in ihrer Hand und es ist insgesamt eine Saison, die ihr viel, viel Gewissheit gegeben hat, in der sie sich selbst viel Gewissheit gegeben hat, dass sie unter allen Umständen gewinnen kann. Wir freuen uns sehr auf diese Sonderausgabe von Vorarlberg Live, die auf Initiative der Vorarlberger Nachrichten und der Firma Rauch heute entstanden ist und freuen uns sehr, dass sie heute unser Gast ist. Katharina Liensberger, herzlich willkommen. Hallo, freue mich, dass ich da bin. Es ist eine verrückte Saison, die auf den Tag genau vor ziemlich genau einem Monat zu Ende gegangen ist. Gute Serien im Fernsehen beginnen ja immer mit dem, was bisher geschah. Was ist in den vergangenen 4 Wochen passiert? War unglaublich viel. Also die Saison, die hat wirklich gut begonnen und ich habe wirklich extreme Leistungen machen können. Und dann bin ich halt wirklich jedes Rennen wirklich mit voller Freude und Begeisterung gefahren und habe einfach das Beste gegeben. Und ja, dass es so gut ausgegangen ist und ich jetzt da stehen kann mit einem Glaspokal und 3 Medaillen, es ist wirklich wunderschön und vor allem die Geschichte, die Story dahinter, das ist wirklich bezaubernd.
Wir haben heute genug Zeit, darauf ausführlich einzugehen. Jetzt werden wir bei den letzten Wochen bleiben. Wir wollten uns ja eigentlich für dieses Gespräch schon vor einigen Wochen treffen, aber direkt nach so einer Saison fällt ja alles von einem ab. Was passiert direkt nach dem Finale? Also nach dem Finale, da geht es einfach darum, dass man wieder mal zur Ruhe kommt. Und die Zeit für mich habe ich mir jetzt so genommen, weil ich es einfach gemerkt habe, ich habe es persönlich gebraucht, zum auch wieder runterkommen, alles neu sortieren, alles abschalten und jetzt das Ganze wieder neu anfangen und neu durchstanden und loslegen. Viele, viele zweite Plätze haben ihren Weg nach Cortina d'Ampezzo sozusagen gepflastert und dort, wie der Vorarlberger sieht, ist der Knopf aufgegangen. Jedenfalls hat es für uns vor den Fernsehschirmen so ausgesehen. Wenn wir vielleicht das Ganze der Reihe nach durchgehen, das erste Gold im Parallelrennen, das war ja nicht so klar. Ich erinnere mich aus meiner Perspektive, meine Familie, die drei Töchter vom Bildschirm, alle hüpfen, Kathi, Kathi, Kathi. Ja. Und am Schluss schreibt meine Frau, ex aequo. Und dann war einmal ein paar Minuten Verwirrung. Wie ging es Ihnen in diesem Moment? Ja, es war schon sehr erstaunlich, weil ich doch zuerst so, ich bin ins Ziel gefahren und dann, wie geht's jetzt? Wie war es tatsächlich? Und dann, wirklich, dass es dann zu Gold gereicht hat, das ist wunderschön, das ist bezaubernd. Und ich freue mich natürlich riesig und bin nur dankbar, dass es da so weit gekommen ist und dass ich dann wirklich mit einer, nicht nur einer, sondern drei Medaillen von Cortina heimfahren können, das ist echt wunderschön. Die Nachricht, dass es Gold glänzt, das kam ja während am Interview mit Zeitungskollegen. Ja, genau. Also ich habe gerade Interviews gegeben, eins nach der Reihe. Und auf einmal ist die Nachricht gekommen, alles gut. Und du hast doch nicht Silber, sondern Gold gewonnen. Und ich war dann schon sehr überrascht, alles, dass das so sich so schnell gedreht hat und ist natürlich mega cool, dass sie dann wirklich Gold gewinnen haben können. Eine Achterbahnfahrt, die aber dann bei der WM sehr, sehr erfreulich weiterging mit der Bronzemedaille, auch mit dem Gold im Slalom. Was war das für ein Erlebnis? Es war natürlich wunderschön. Also dass es dazu gekommen ist, dass es ist so eine lange Geschichte, wo ich darauf hingearbeitet habe und wo ich auch dankbar bin über all die Leute und Personen, die mich da unterstützt haben in der Saison und dass es wirklich dazu gereicht hat, zum das schaffen, was ich mir auch als Ziel gesetzt habe und umsetzen haben können. Und das ist das, was mir Freunde macht zum Skifahren, wo ich einfach merke, da bin ich selber, da bin ich im Flow. Und wo ich über die Ziellinie dann gefahren bin, da habe ich einfach auch gemerkt, es macht Spaß, das Ganze stark abschließen zu können, zum das so gewinnen können. Und das ist wunderschön. Die Frage, die man ja eigentlich gar nicht beantworten kann, aber die sich so viele stellen, was ist der Flow und wie komme ich sofort in ihn hinein? Ja, da habe ich natürlich viel daran gearbeitet, dass es so klingt, wie ich mir das vornehme. Und da hat mir auch mein Mentaltrainer sehr viel geholfen, dass ich einfach auch wieder zu dem finde, wo mir Spaß macht und was meine Begeisterung und Leidenschaft ist. Und da habe ich einfach mein Bestes gern. Und dass es dann wirklich für das endet, ist wunderschön. Wie sind Sie weggefahren aus Cortina d'Ampezzo? Wie man hinfährt, das mag man sich vorstellen, voller Anspannung, voller Druck. Wie sind Sie weggefahren? Auf jeden Fall erleichtert und natürlich wunderschön, also dass man das so klingen hat können alles. Und dann ist natürlich die Saison gleich weitergegangen. Also man hat nicht viel Zeit gehabt, um einmal runterkommen, zum Abschalten. Und das war jetzt so genau das, wofür ich mir die Zeit nehmen wollte. Ein Ort des großen Triumphes der Katharina Linsberger, Cortina d'Ampezzo. Nicht nur die Medaillen, auch die Hüllen, auch das ganz schöne Alpine in Holz vermacht, ist ja sehr, 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 sehr sympathisch. Der Erfolg dort schreit jetzt im Prinzip nach dem Zweitwohnsitz, Katharina. Wieso ein Zweitwohnsitz? Naja, wenn es in Cortina so gut läuft, nicht? Und zum Schluss, auch diese Woche hat unser Sportreporter Thomas Knobel wieder die aktuellsten News aus dem Ländle-Fußball für Sie. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
Jetzt wird von nun an wird immer geshootert, nicht gekickt. Geshootert wird jetzt im Pradelberger Fußball. Ja, und ich bin der Thomas Knobel. Austria Lustenau wird wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit zum 28. Mal in Folge auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen. Hoffentlich dann auch wieder vor einer großen Zuschauerzahl. SCR Altach bangt um den Klassenerhalt in der Bundesliga und der FC Dornbirn, die müssen nach dem 0:8 in Lafnitz sich vor eigenem Publikum revanchieren. Shooter 3.0 aus dem Pradelberger Medienhaus. Traditionell jede Woche die News und Fakten aus der Fußballszene Pradelberg. Es war ein Kraftakt, dass die Verantwortlichen der Lustenau Austria, insbesondere Bernd Bösch, Vincent Bauer und Olivia Lerch, in den letzten 6 Tagen bewerkstelligen mussten, weil die Lizenz, die erforderliche, hat man beim Protestkomitee fristgerecht eingereicht, damit man am Dienstag dann hoffentlich mit einem Ja wieder in der neuen Saison spielen kann. 460.000 Euro hat man müssen aufbringen, damit die erforderliche Lizenz dann ausgestellt werden kann von der österreichischen Bundesliga. 28 Jahre Lustenau Austria in der Bundesliga bzw. in der zweiten Liga. Das wird auch im Sommer dann mit größter Wahrscheinlichkeit so sein. Im Auswärtsspiel am Freitag um 18.30 Uhr in Floridsdorf mit Torjäger Haris Tabakovic wollen die Grün-Weißen endlich wieder 3 Punkte einfahren. Höchste Abstiegsgefahr für Cashpoint SCR Altach. Aus den letzten 2 Spielen gab es nur einen Punkt. Jetzt muss man zweimal gegen TSV Hartberg ran, am Samstag um 17 Uhr zu Hause vor 100 Zuschauern in der Cashpoint Arena und dann am Dienstag schon in der englischen Woche um 18.30 Uhr in der Steiermark. Nur ganz, ganz wenige Zähler beträgt der Vorsprung auf den derzeit letztplatzierten St. Pölten. Die Rheindörfler müssen und wollen im Oberhaus bleiben und Neven Subotic, der wird wahrscheinlich wieder von Beginn an auflaufen am Samstag in der Cashpoint Arena. Wir drücken die Daumen, 3 Punkte für SCR Altach. Zumindest vor 100 Zuschauern darf FC Mohren Dornbirn am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr im Stadion Birkenwiese im Heimspiel gegen FC Juniors Oberösterreich wieder auf Unterstützung hoffen und setzen. Allerdings ist die Gastronomie geschlossen. Nach dem 0:8 in Lafnitz letzte Woche will man sich natürlich wieder vor den eigenen treuen Anhang besser präsentieren und 3 Punkte holen, damit man gegen im gesicherten Mittelfeld wieder nach oben klettern kann in der Tabelle. Tom Zimmerschied, Aaron Kircher, Ekson Schabani, die sind wieder mit dabei und auch der zuletzt verletzte Lukas Allgäuer, 4 starke Stammspieler kommen zurück in die Startelf der Rothosen. Das schaut einmal schon positiv aus, dass man nach Spielschluss als Sieger vom Platz gehen wird. Das Transferkarussell im Pradelberger Amateurfußball, das läuft schon auf Hochtouren für die kommende Saison 21-22. Sidney de Oliveira, Schwarz-Weiß Bregenz, Spielmacher geht jetzt nach Hörbrands und wird dort Regie führen für die Leiblachtaler. Bei Schwarz-Weiß Bregenz, dem VNAT Elite-Liga Club, da ist man auf Torhütersuche. Jonas Huchler und Elias Wiesener, die verlassen ebenfalls die Bodenseestädter. Erster Neuzugang beim FC Andelsbuch in der Pradelbergliga. Andreas Simmer wechselt von Bezau nach Andelsbuch. Lange Auswärtsfahrten gibt es für den Frauen-Bundesligisten FFZ Vorderland. Die Truppe um Jessica Thies, die spielt am Sonntagvormittag um 10 Uhr in Horn in Niederösterreich und will nach der Länderspielpause 3 Punkte holen. Jasmin Kirchmann ist nach langer Verletzungspause wieder mit dabei. Ebenfalls eine lange Auswärtsfahrt hat die heimische Fußballakademie am Samstag zu bewältigen. In der Südstadt spielt man gegen Admira Wacker und da hoffen die drei Mannschaften
U15, U16 und U18 ebenfalls auf ein Erfolgserlebnis. Das war's, meine Damen und Herren. Schönes Wochenende. Bis bald. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.